So. Jo, neue Stoppuhr. Jetzt habe ich mir schnell eine Stoppuhr zusammengebastelt, Leute. Und wir sehen auch uns jetzt wieder in diesem Part bei Simon's The Sorcerer 5. Wir haben im letzten Part aus unserer Kajüte ausgebrochen, haben Drunken Wolf, Sigmund Freud, Flaschenkais und Polly kennengelernt. Und wir gehen jetzt hier mal heraus. Vielleicht sehen wir jetzt mal ein bisschen mehr. Und ich hoffe auch, dass wir jetzt endlich mal ein bisschen mehr Antworten auf unsere Entführer, nämlich die Maulwürfe, die uns vor ein paar Folgen in unsere Kajüte da eingesperrt haben, rauslassen. Wir brauchen außerdem, es wäre außerdem nicht verkehrt, mal mit Rotkäppchen zu reden und vielleicht auch mit... Hilfe! Ich will hier runter! Ich will hier runter! Hey, du da oben! Du hast doch eben mit den Maulwürfen gesprochen. Kannst du mir sagen, was die mit mir vorhaben und wo sie plötzlich hin sind? Hilfe! Hol mich hier runter! Diese garstige Möwe ruiniert mir meine Frisur! Au! Runter von mir! Ich muss wirklich dringend mit dir sprechen! Kannst du nicht einfach runterspringen? Wie unschick! Da würde ich mir ja alle Knochen brechen! Hilf mir runter! Okay, er will runter, ich hab's kapiert. Vorher kriege ich kein vernünftiges Wort aus ihm raus. Ich muss mir wohl etwas einfallen lassen, denn wie es aussieht, ist diese Leiter hinüber. Welche Leiter? Achso, die hat er ja... Feuerzeug, das hört sich doch immer gut an. Ein Feuerzeug, praktisch und gut. Das Feuerzeug hört sich mir gut an. Er wächst und gedeiht. Mein Schatz. Was wäre ein Karibik-Setting ohne Piratenschiff? Gut, gehen wir mal in die Strandhütte rein. Vielleicht kommen wir da auf mehr Antworten. Wir holen gleich den Pirat darunter, keine Angst. Sieht aus, als würde hier eine echte Emanze wohnen. Das ist bestimmt Rotkäppchens Hütte. Dieses widerliche Vieh schnappt nach mir! Ich bin weder ein Freund von naiver Kunst noch von Rotkäppchen. Das Bild ist mir in doppelter Hinsicht zuwider. Ich würde mich ja gerne eine Runde hinlegen, aber in Rotkäppchens Bett? Sieht aus, als hätte Rotkäppchen den armen Kerl Kiel geholt. Hat wohl gemeutert. Hat er was gegen die Frauen gehabt? Ich habe zu Hause auch so eins. Mit einem Foto von Rotkäppchen. Stimmt, das haben wir ja auch gesehen. Was steht da noch direkt vor der Nase? Nix. Ein Campingkocher. Rotkäppchen scheint sich der Zelt. Gut, schießen wir mal rauf, um den komischen Piraten herunterzukriegen. Achtung! Kopf einziehen! Oh mein Gottchen! Du hättest mich beinahe getroffen, du Schuft! Na toll, jetzt darf ich losgehen und alles wieder einsammeln. So, ich habe das Teil wieder eingesammelt. Ich muss mir für den nächsten Versuch etwas anderes überlegen. Ich kann auf die Entfernung nicht richtig zielen. Zumindest nicht ohne eine Zielvorrichtung. Für was gibt es Kimmel und Korn? Behalte ja deine Scheren bei dir, Kleines. Für was gibt es Kimmel und Korn? Ohne Scheiß. Oh, Geröll. Geröll kann man immer gebrauchen. Bitte identifizieren Sie sich. Nein, ich bin Simon der Zauberer. Ich bin es, Simon der Zauberer. Zugang verweigert. Mist. Bitte Ich bin eine Märchenhexe und verkaufe vergiftete Äpfel. Ich bin eine Märchenhexe und verkaufe vergiftete Äpfel. Zugang verweigert. Mist. Vor allem die Märchenhexe. Bitte Ich bin dein Herr und Meister. Öffnet mir!
Ich bin dein Herr und Meister. Öffne mir. Zugang verweigert. Mist. Das könnte ich ja nicht den ganzen Tag machen. Mist, Mist, Mist. Mulde im Stein. Die Brandung hat eine Mulde in den Stein gewaschen. Was mir jetzt auch einfällt. Die fiese Krabbe duldet keine Rivalen. Schade, dass diese Krabbe hier kein Weibchen ist. Sie hätte die Höllenkrabbe da drüben vielleicht besänftigen können. Da fällt mir spontan was ein. Wir haben dieses Prinzessinnen-Set noch. Im Himmel gibt's einen Raum. Drum laufe ich mich hier dumm. Und laufe das Beauty-Set für die... Ich rücke tapfer meinen Rum. In der Hölle, da stinkt... Hier ein Strich und da eine Wimper. Hübsch. Schminken kann ja doch spaßig sein, wenn sich das Opfer nicht wehren kann. Danach noch geschminkte Karte. Keiner außer mich. Es ist einfach nur... Wir legen mal kurz die geschminkte Krabbe zur Seite und ich probiere hier gerade eine Warum sollte ich das in eine Schüssel legen wollen? Ja, das war's sollte ich hier. Warum so? Einer der von der Reling Piste. Juhu, ne Buddel voll rum. Juhu, juhu, juhu. Joho, joho, den guten Bings bin ich sein Rum. Da 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 da. Das Lied kennt ihr ja schon. Diese Kombination führt zu. Und wie das zu einem Ergebnis wird. Was für ein Glück, dass ich kein verliebter Trottel bin. Bei Frauen muss man einen kühlen Kopf bewahren. Super, jetzt habe ich wenigstens erstmal wieder ein Inventar. Mein Hut wäre mir allerdings lieber. Mal sehen, was wir da haben. Eine angefressene Kekspackung und eine hässliche Puppe. Hey, die sieht ja aus wie ich. Soll das etwa eine Voodoo-Puppe sein? Anscheinend. So, alles verstaut. Wenn Rotkäppchen sieht, dass ich ihren Rucksack geklaut habe, macht sie mich fertig. Ich behalte ihn lieber unter meinem Umhang. So, haben wir jetzt wieder alles. Ja, jetzt können wir endlich mal ein bisschen genug Schabernack antreffen. Kekse? Polly wollte doch einen Keks haben, wenn ich mich richtig erinnere. Will Polly einen Keks? Mach schön den Schnabel auf. Jetzt kommt das Flugzeug. Oder auch Zeit. Danke. Wenn du nicht gekommen wärst, wäre ich noch verhungert. Hier kümmert sich ja keiner um das, was ich sage. Unglaublich. Wieso bloß? Ja. Schicke Insel hier, was? Ein paar mehr halbnackte Mädchen am Strand wären nett, aber sonst ein echtes Urlaubsparadies. Wie lebt es sich denn hier so? Paradies? Diese Insel? Wovon redest du? Hier herrscht der reinste intellektuelle Notstand. Oder hast du hier eine Bibliothek gesehen? Oder eine Uni? Stattdessen gibt's hier den reinsten Sündenfuhl. Was ich von den hiesigen Gästen schon alles gehört habe, einfach unglaublich. Von Captain Darrow fange ich lieber erst gar nicht an. Außerdem ist es hier fürchterlich kalt. Meine Halbleiter sind schon fast taub. Hey, wie wäre es mit ein bisschen mehr Toleranz, hm? Tu doch wenigstens so. Toleranz? Und wer toleriert hier die hochbegabten Blechlingsformen, die nach Bildung und intellektueller Herausforderung dürsten? Du etwa? Bei meiner Intelligenz sollte ich eine herausragende Rolle in der Inselregierung spielen. Stattdessen ignoriert man mich. Wie gut, dass du dir auf deine Intelligenz nichts einbildest. Hey Polly, du hast doch bestimmt eine schlaue Idee, wie man die Spracherkennung an der Tür zum Erfinderschuppen austricksen kann, hm?
nicht überraschend, dass ein Wesen von solch schlichter Intelligenz an dem Mechanismus scheitern wird. Boah. Jetzt reicht's mir aber. Na, warte, du Mülleimer mit Flügeln. Aber da du mir einen Keks gegeben hast, will ich mal nicht so sein. Ich öffne diese Tür für dich. Einzige Bedingung, du verschonst mich ab sofort mit deinem hirnlosen Geschwätz. So, und jetzt Vorhang auf für Polly, den besten Stimmenimitator diesseits des Äquators. Gehen wir mal zum Strand lang, da haben wir auch noch nichts gemacht. So einer würde sich gut in meinem Zimmer machen. Ein schiefer Blick und du singst im Knabenchor. Pfoten weg! Oh, schau mal da hinten, ein süßer Delfin! Na, dann geh doch und spiel mit ihm. So eine Delfintherapie soll ja schon so manchem Zurückgebliebenen geholfen haben. Eigentlich ich hab mich geirrt. Es ist ein Hai und er hat Hunger auf zartes Mädchenfleisch. Sollten Sie den Außerirdischen begegnen, ziehen Sie sich geordnet und langsam zurück. Vermeiden Sie jede direkte Ein garstiges Ungeheuer, das sich als niedliches kleines Mädchen getarnt hat. Eine stinknormale Strandmatte. Ich würde das hier einstecken, aber die kleine Mistkröte liegt drauf. Sie hat das wohl nicht gesehen und das sollte auch so bleiben. Ich muss sie irgendwie loswerden. Gut, reden wir mal mit dir. Für eine wichtige Durchsage. Alles okay? Du siehst irgendwie so verändert aus. Und nicht gerade zu deinem Vorteil. Das muss man erst mal schaffen, wenn man eh schon so ein hässliches Entlein ist wie du. Also bei mir ist alles bestens. Warum fragst du? Du wirkst noch dämlicher als sonst. Irgendwie nicht nur geistig, sondern auch körperlich schief. Ist was mit deinem Rücken? Mit meinem Rücken ist alles in Ordnung. Höchstens die Last der Verantwortung hat ihn etwas, gebeugt. Du verstehst? Verdammt, wenn sie den Rucksack bei mir findet, bin ich erledigt. Jetzt sehe ich das erst richtig. Du bist ja noch viel buckliger als sonst. Wie hast denn das geschafft? Jetzt siehst du, ja, was du angerichtet hast. Du hast mich mit deiner Prügel zum Krüppel gemacht. Ernsthaft? Tja dann, wenn ich es mir richtig anschaue, siehst du doch besser aus als vorher. Die Aliens hinterlassen weiterhin eine Welle der Zerstörung, wo immer sie auftauchen. Hallo, Rotköpfchen. Na? Du hast sie wohl nicht alle. Du kriechst vor mir im Staub und winselst eine Entschuldigung. Oder für dich kommt nur noch Vermehrung per Zellteilung im Reagenzglas in Frage. Moment mal. Wer hat hier denn wen in die Mangel genommen, hm? Na, ich dich. Und das können wir auch gerne nochmal wiederholen. Aber das riskierst du besser nicht. Also sprich mir nach. Ich bin ein Chauvinist, dumm wie trockener Toast und es tut mir alles furchtbar leid. Insbesondere, dass ich geboren wurde. Kann es sein, dass es dir Spaß macht, andere Menschen zu dominieren? Na ja, von mir aus. Ich bin ein Chauvinist, dumm wie trockener Toast und es tut mir alles furchtbar leid. Insbesondere, dass ich geboren wurde. Na geht doch, braves Männlein. So, was kann ich jetzt für dich tun? Köln, was machst du in der Südsee? Was machst du in der Südsee? Solltest du nicht im Wald bei Großmütterchen rumhängen und dich von lüsternen Märchenwölfen anknabbern lassen? Großmutter kann selbst auf sich aufpassen. Nö, ich bin hier auf Studienreise, um das legendäre Mahatma-Matriarchat der Südsee zu erforschen. Mahatma? Mahatma Glück, Mahatma Pech, Mahatma Gandhi. Junge, manchmal ist Selbstmord doch eine Lösung. Denk mal drüber nach. Wo hast du eigentlich so prügeln gelernt? Im Ghetto von Berlin-Neukölln? Rede ich wie Neukölln oder was, du Opfer? Bestimmt nicht. Ich habe mich einfach weitergebildet. Und zwar habe ich Kung Fu in 7 Tagen gelesen. Im Gegensatz zu dir bin ich nämlich keine Analphabetin. Ach, jetzt hältst du mich schon für einen analen Phabeten. Sag das nochmal. Wozu? Du brauchst mich offensichtlich nicht, um dich zum Affen zu machen. Rede nicht mit mir wie mit einem Hund. Ich bin ein Mann, hörst du? Ein Mann. Du bist kein Mann.
sondern höchstens ein Männchen, womit wir wieder beim Hund wären. Das werde ich mir nicht länger anhören. Als Mann habe ich meinen Stolz. Nein, nein, nein. Richtig müsste es heißen, als Männchen habe ich meinen Stolz. Achte bitte zukünftig darauf. So schlimm als jede Domina. Zurück zu Kung Fu in 7 Tagen. Das haben wir doch in unserer ersten Folge mit den Aliens auch gehabt, aber Simon war zu faul, es zu lesen. Fällt es euch noch ein? Wie gefällt es dir so auf der Insel? Das Niveau der Inselbewohner sinkt mit jedem Neuankömmling. Aber sonst passt das schon. Abgesehen von dem Lärm, ich würde mich ja gerne in meine Hütte verziehen. Doch dieser bekloppte Wolf grölt die ganze Zeit Trinklieder. Unerträglich. Sag ihm doch einfach mal auf nette und freundliche Weise, er soll leise sein. Vergiss es. Für vernünftige Argumente ist er viel zu besoffen. Ich habe wirklich alles probiert. Bitten, drohen, schlagen. Bringt aber alles nichts. Solange er betrunken ist und noch lebt, wird er immer weiter grölen. Wenn dir eine Lösung einfällt, die nichts mit sozialverträglichem Frühableben zu tun hat, sag Bescheid. Was winkt denn so als Belohnung für meine Hilfe? Ganz einfach. Ich gehe in meine Hütte. Das verringert das Risiko, dass du auf mich triffst. Damit erhöhen sich auch deine Chancen, dass ich dich nicht wie eine lästige Kakerlake zertrete. Naja, besser als gar nichts. Ja, danke für die nette Unterhaltung. Danke für die nette Unterhaltung. Der Kontakt zu den meisten Städten und Burgen ist abgebrochen. Wir bekommen nur noch vereinzelt. So Leute, wir sehen uns dann ausnahmsweise mal erst wieder im nächsten Part von Simon the Sorcerer. Spiel speichern, wie letztes Mal. Wir gehen auch wieder neuer Spielstand Let's Play 2 rein. Da ist die Krabbe übrigens von vorher. Und ich würde sagen, wir sehen uns Meldungen von anderen Teilen der Zauberwelt herein. Insgesamt im nächsten Part bei Simon the Sorcerer 5. Und ich sage, wiederschauen, reingehauen und Servus.